Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock. Und ich habe gefunden, wo wir lang mit. Ich bin kein schlimmer Finger! Nein, bist du nicht! Hast du recht! Wir müssen zu Rapture Records rein. Ich habe nämlich wieder H gedrückt. Rapture Records. Rapture Records. Oh. Ziemlich alter Laden hier. Bett. Bist du Korns Botenjunge? Ich hab was für diese Kugel. Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer. Ach ja? Warum willst du mich dann töten? Und vor allem, wie komme ich hier wieder weg? Ah. Die Politik scheißt alles voll und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt. Meine Kätzchen! Du hast meine Katzenbabys umgebracht! Schnauze, du Arschgeburt. Aber ich glaube, so gefällt er mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto, zack, zack. Ich hab doch schon ein Foto. Na? Oh oh, nein, 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 nein. Maul, du hast mir den Big Daddy aufs Maul gehetzt, du Fotze. Entschuldigung. Alter. Die dumme Tuss. Oh, dieses miese Stück, ey. Falsch. Ups. Also nochmal nach unten und da weiß ich ja. Oh, halt die Klappe. Vielleicht kriegen wir dieses Mal Sander Cohen als Geschenk. Hm. Haha.
zeig es mir. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Das ist wunderschön. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Und jetzt... Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Geh! Na schön. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht. Und jetzt schnell hinein, bevor die Tauchkapsel wieder ohne uns geht. Auf geht's. Ab zu Ryan. Und wir speichern mal wieder. Lalalala, Speicher, Speicher, Speicher. Was zur Hölle ist das denn? Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Jetzt beruhig dich doch mal hier. Das ist ja... unglaublich. Nun ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er daran das Problem bleibt. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Schöne Grüße übrigens. Haha. Was zur Hölle? Exodini-Splicer. Auf zu Ryan. Ryan Industries. Jetzt ahnst du's, hab ich recht? Andrew Ryan. Hä? Jetzt ahnst du's, hab ich recht, Andrew Ryan. Hä?
alles nochmal nachgeladen. Und dann go. Rein, du Arschloch. Schnauze. Genbank. Wir schauen mal. Ja. Okay. Ne, das passt so. Aber dem Speck hier nicht. Vor allem gleich gibt es wieder einen Kampf. Warum sonst würden wir dann hier so viele Sachen finden? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Aha. Willkommen! Ja, ja. Bla 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 bla. Was zum... Alter! Das gab's ja auch noch. Jetzt kommt nichts mehr, oder was? Drecksack. Ironisches Gel ist da, aber... Was können wir denn hier? Ach du Scheiße. Können wir auch irgendein Upgrade bauen, außer... Was? Jedes Mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit und Eve. Oh! Gerne! Dann machen wir doch das mal da rein. Zack. Trinker. Menge Eve. Das könnten wir noch als nächstes mal machen. Oh.
laden nochmal nach. Brauchen wir nicht. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie lieben. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Du Drecksack, Ryan. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich war... Ich Ups. Musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicor Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicor Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Und wir benutzen mal das Ding. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, in Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich wollte mich da verarschen. Ich beende mal die Folge und mache jetzt wieder neu. Alter, ich komme hier nie zum Folgen beenden. Aber jetzt mache ich Ende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.